Hallo liebe Freunde, in diesem Video werde ich zeigen, wie ein Software-RAID-Array auf einer Linux-Plattform erstellt wird. Was ist ein RAID-Array, was sind sie und wie baut man es zusammen? Ich habe es bereits in früheren Videos beschrieben. Im selben Video werde ich zeigen, wie man es auf einer Linux-Plattform baut. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Wenn Sie sich also für die Erstellung eines RAID-Arrays entschieden, benötigen Sie mindestens einige Festplatten. Wenn Sie ein RAID-Array auf mehreren physischen Festplatten erstellen, sollten Sie besonders darauf achten, dass die Festplatten dieselbe Größe haben. Im Idealfall sollten Sie Festplatten desselben Modells verwenden. Sie müssen sich auch für die Wahl der Technologie für die Verwaltung Ihres Arrays entscheiden. Es gibt drei Hauptoptionen: Hardware RAID, Hardware Software RAID und Software RAID. Die ersten beiden Methoden erfordern ziemlich teure RAID-Controller und haben einen wichtigen Nachteil. Wenn Sie keine Festplatte, sondern einen RAID-Controller gebrannt haben, können Sie das Array normalerweise nur wiederherstellen, indem Sie denselben Controller erwerben. In diesem Video werde ich zeigen, wie ein Software-RAID erstellt wird, das mit dem Linux Ubuntu Systemkernel Version 20.04 erstellt wurde. Wir melden uns unter root an su Passwort. Um ein RAID-Array zu erstellen und zu verwalten, benötigen Sie das Dienstprogramm mdarm. Sie können es über Synoptic oder den Befehl installieren. apt install mdarm. Während der Installation fragt das System nach Parametern für die Wartung bereits installierter oder zukünftiger Arrays. Behalten Sie die Standardeinstellungen all bei, um sich nicht zu stören. Suchen Sie nach Laufwerken cat proc partitions. Hier sind unsere Laufwerke. Laufwerke SDA mit installiertem System und Laufwerken SDB, SDC, SDD, die wir in RAID kombinieren werden. Bevor Sie RAID erstellen, müssen Sie Festplatten für die Verbindung mit einem Array vorbereiten. Sie müssen Partitionen auf Datenträger erstellen. Wir tippen sudo fdisk dev sdp ein. Verwenden Sie den Befehl p, um das Vorhandensein von Partitionen zu sehen. Wir erstellen einen neuen Abschnitt und schreiben n. Wir geben die Art des Abschnitts an, Basic P oder Advanced A. Der erste Abschnitt ist 1. Wir lassen es standardmäßig. Wir drücken zweimal Enter. Wie Sie sehen, wurde ein neuer Abschnitt erstellt. Geben Sie P ein. Hier ist unser erstellter Abschnitt SDB 1. Um die Änderungen zu schreiben, schreiben Sie W Enter. Die Partitionstabelle wurde geändert. Die Festplattensynchronisation hat begonnen. Wir machen das gleiche für zwei andere Disks. Sudo fdisk tev sdc. Überprüfen Sie, ob hier nichts ist. B. Erstellen Sie eine neue N. Geben Sie den Haupttyp an. B. Abschnittsnummer 1. Wir verlassen standardmäßig. Enter, Enter. Überprüfen Sie, ob es erfolgreich erstellt wurde. B. Und wir schreiben die Änderungen W. Und die dritte Disk. Sudo fdisk tev std. P prüfen, N neu, P Haupt, 1 Abschnittnummer, Enter, Enter. P prüfen, W schreiben,
Nach diesen Manipulationen ist es ratsam, den Befehl sudo part-probe auszuführen, der insbesondere für Red Hat und CentOS relevant ist. Auf Ubuntu ist es nicht notwendig, da es automatisch aufnimmt. Überprüfen Sie erneut, ob Festplatten vorhanden sind, wenn sie im System registriert sind. Get Broad Partitions. Wie Sie sehen, wurde alles erfolgreich durchgeführt. Die Geräte STB1, STC1 und STD1 wurden angezeigt. Jetzt können Sie mit dem Erstellen des Arrays beginnen. Wir geben den Befehl sudo mdarm create dev md0 a yes one array level 5 n Anzahl der Festplatten 3 ein und geben die Geräte selbst an. Dev STB1, Dev STC1 und Dev STD1. Enter. Das war's. Der RAID-Prozess ist abgeschlossen. Disk ansehen. Get Broad Partitions. Hier ganz unten in unserem Abschnitt befinden sich MD0. Es bleibt das MKFS-Dateisystem dafür zu machen. MKFS.ext2devmd0. Der Prozess hat begonnen. Die Tabelle wird gespeichert. Die Superblöcke werden geschrieben. Wir warten auf das Ende. Erledigt. Danach montieren wir unseren Abschnitt. Mount dev md0 mnt. df-h. Hier ist unser montierter Abschnitt. Um sicherzustellen, dass es funktioniert, erstellen wir eine Datei drauf. db-input-file gleich df0-output-file mnt-file mp4 block size 4096 und count 100000. Hier wird eine 410 MB Datei erstellt. Überprüfen Sie das Verzeichnis. Gehen Sie zu MNT. CD MNT. Zur Anzeige geben Sie LS ein. Um die Details zu sehen, LS-1. Hier ist unsere Datei erstellt von root mit einem Volumen von 410 MB. Wir betrachten das Volumen unserer Laufwerke, df-h. Wie Sie sehen können, sind bereits 450 MB belegt. Sie können den aktuellen Status des RAID-Arrays mit Hilfe der Datei procmdstat überprüfen. Wir fügen catprocmdstat ein, beheben von Problemen und wiederherstellen von Arrays. Manchmal geht das Array aufgrund einer Hardware-Fehlfunktion in den aktiven Zustand, ohne dass Fehler auf den Festplatten auftreten. In diesem Fall werden alle Laufwerke als inaktiv markiert. Es sieht ungefähr so aus. Daran ist nichts auszusehen, Sie müssen nur das Array mit dem Befehl stoppen. sudo mdarm stop dev md0. Und dann wieder mit dem Befehl aufbauen. sudo mdarm assemble scan force. Wenn ein schwerwiegender Array-Fehler aufgetreten ist, zum Beispiel eine übermäßige Anzahl von Festplatten abstürzt, wird das Array ebenfalls inaktiv. In diesem Fall gelingt es nicht, mit einer einfachen Überleitung die Funktionalitätsfähigkeit wiederherzustellen. Darüber hinaus kann es sogar schaden. Seien Sie also vorsichtig und sehen Sie sich bei Proben zunächst den Status des Arrays und aller seiner Komponenten an. Vergessen Sie nur dann nicht, das Dateisystem zu mounten. Wenn Sie das Array neu starten, erfolgt dies nicht automatisch. Wenn Ihr Array in etc.fs-tab registriert ist, führen Sie zum Mounten normalerweise den folgenden Befehl aus. sudo mount a.
Manchmal treten kritische Irreparable-Fälle auf. Zum Beispiel, wenn zwei Festplatten gleichzeitig aus einem RAID 5 Array herausfliegen. Dies führt zur vollständigen Inoperabilität des Arrays und auf den ersten Blick zur Unfähigkeit, es wiederherzustellen. Wenn eine solche Katastrophe eingetreten ist, überprüfen Sie zunächst mit dem Befehl den Status aller Komponenten des Arrays. Sudo mdaten etfstb1. Anstelle von stc1 müssen Sie nacheinander alle RAID-Komponenten installieren. Achten Sie besonders auf den letzten Block jedes Outputs. Überprüfen Sie im zweiten Schritt den Status der Smart-Festplatten und führen Sie Oberflächentests durch. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass die physischen Festplatten aktiv sind und keine Lesefehler vorliegen. Sie können Festplatten mit den unter Linux verfügbaren Festplatten dieses Programms testen. Versuchen Sie nun, das Array neu zu erstellen. mdaten assemble scan. Die Software-Implementierung des RAID-Arrays im Linux-System ermöglicht es dem Benutzer, auf einfache Weise Festplatten-Arrays mit mehreren Ebenen zu erstellen, wobei sowohl physische Festplatten als auch logische Partitionen verwendet werden. Die von diesem Subsystem bereitgestellten Funktionen reichen völlig aus, um eine Datenspeicherung zu organisieren, die sowohl auf Zuverlässigkeit als auch auf Leistung ausgerichtet ist. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren und Daumen hoch. Stellt eure Fragen in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.